Je weiter du in Palworld kommst, desto mehr Metall wirst du benötigen. Wenn du zum Beispiel einen der Endgame-Sattel herstellen möchtest, brauchst du ganze 50 hochwertige Metallbarren. Der Sattel von Jetragon, dem schnellsten Mount in Palworld, kostet sogar 200 davon. Auch die Rüstungen, Waffen und sogar die Palsphären verlangen euch Metall ab. Ich denke, du merkst langsam, wie wichtig Metall in diesem Spiel ist. Zum Glück habe ich euch im heutigen Video die wahrscheinlich beste Base im Spiel mitgebracht, um extrem schnell an unendlich Erz und Steinkohle zu kommen, woraus sich Metall und hochwertige Metallbarren fertigen lassen. Das Beste daran ist, seid ihr einmal diesem Tutorial gefolgt, müsst ihr euch nie wieder Sorgen darum machen, denn alles läuft automatisch ab. Ihr kommt einfach einmal am Tag vorbei, sammelt die Erze ein und eure Pals erledigen den Rest für euch. Starten wir rein. Es gibt in Palworld viele Orte, an denen es sich lohnen würde, eine Base zu bauen. Ein sehr beliebter Ort ist dieser hier, der sich zwischen den Schnellreisepunkten Kleines Dorf und Windhauchinsel Kirche befindet. Hier gibt es nämlich 8 Erzsteine, die täglich respawnen. Von diesen Orten gibt es noch einige weitere auf der Map von Palworld. Aber den Ort, den ich euch heute zeigen werde, gibt es kein zweites Mal. Um nämlich die begehrten hochwertigen Metallbarren herzustellen, braucht ihr auch Steinkohle. Diese befinden sich meistens an anderen Stellen als die Erzsteine. An einem bestimmten Spot auf der Map gibt es aber ein Vorkommen von beidem auf einem Fleck. Dieser Ort befindet sich nämlich genau hier in der Nähe der Schnellreisepunkte Gras Panderwald und Sphäre des Wächters. Hier gibt es auch 8 Erzsteine, die ihr nutzen könnt, um täglich an Metall zu kommen. Zusätzlich gibt es hier aber auch reichlich Steinkohle. Dieses gemeinsame Vorkommen ist hier tatsächlich einzigartig, weshalb ich euch ganz klar empfehlen kann, hier euer Lager aufzuschlagen. Schaut euch einfach mal an, wie sich die Boxen hier mit Kohle und Erz füllen, ohne dass ich auch nur einen Finger krümmen muss. Und wie ihr diese Base nachbauen könnt, zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Fliegt oder klettert hier den Berg hoch. Wenn ihr das erste Mal hier hochkommt, werden hier höchstwahrscheinlich wilde Pals sein. Verkloppt diese, damit wir in Ruhe alles in die Wege leiten können. Das wird zum Glück auch das einzige Mal sein, dass ihr euch hier mit wilden Pals auseinandersetzen müsst, denn diese Base ist so hoch, dass ihr tatsächlich nie geradet werdet. Zum Start müssen wir eine Palbox platzieren, damit dieser Ort als euer Lager anerkannt wird. Achtet hierbei darauf, dass der blaue Radius alle Steinkohle und Erzsteine umfasst und keiner ausgelassen wird. Ich habe dafür erstmal ein Fundament gesetzt, damit meine Palbox erhöht ist. Schaut euch hier ruhig die Lage der Palbox ab. Das funktioniert hier an der Stelle nämlich sehr, sehr gut. Weiter geht's. Platziert eine Kiste direkt neben eure Palbox. Hier werden am Ende nämlich eure gefarmten Ressourcen hineintransportiert und ihr könnt dann von hier aus mit den Ressourcen in eure Mainbase schnell reisen und diese dann problemlos mitnehmen. Ich empfehle euch hier eine Metallkiste, damit ihr hier viel Platz für alle Materialien habt. Außerdem würde ich in diesem Lager wirklich nur eine einzige Kiste empfehlen. Wenn ihr nämlich mehrere habt, werden die Transportpals alle möglichen Kisten nutzen. Mit nur einer habt ihr also alles schön gebündelt auf einem Platz und könnt problemlos mit den Materialien zwischen euren Bases reisen. Ist das erstmal erledigt, platzieren wir als nächstes die Palbetten, in denen unsere Pals unterkommen werden. Ganz wichtig ist hier, diese außerhalb der Spawns der Steine zu platzieren, um zu vermeiden, dass die Steine nicht mehr respawnen oder eure Pals irgendwo stecken bleiben. Da ich aktuell 15 Pals in meiner Base haben kann, platziere ich hier 15 Betten. Macht ihr dasselbe oder platziert sogar schon alle 20, wenn euer Server 20 Pals im Lager zulässt. Wenn ihr die Materialien dazu habt, baut hier ruhig die besseren Betten auf, für den Start tun es aber auch die einfachen. Mit der Zeit solltet ihr hier aber upgraden, sobald ihr die nötigen Materialien habt. Zur Hilfe mit dem Aufbau habe ich mir ein paar Pals mit der Handwerkeignung zur Hilfe gerufen, damit das Aufbau ein bisschen schneller klappt. Da an diesem Spot auch einige Bäume sind, müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr diese Base zur puren Kohle- und Metallproduktion machen wollt oder auch Holz farmen wollt. Je nachdem ändern sich die Pals, die in euer Lager kommen, dazu aber gleich nochmal mehr. Am Anfang wollte ich den Ort hier ein wenig freiräumen, weshalb ich mir Holzfäller-Pals ins Lager geholt habe. Damit eure Pals nicht verhungern oder schlechte Laune bekommen, solltet ihr relativ schnell einen Futtertruck aufbauen und euch aus eurer Mainbase ein paar Beeren holen, um diesen zu füllen. Platziert diesen leicht zugänglich für alle Pals und so, dass er nicht im Weg ist, wenn eure Pals an den Steinen arbeiten. Ich bringe hier direkt über 7000 gegrillte Beeren mit, damit ich mich erstmal nicht mehr um das Essen in dieser Base kümmern muss. Ich würde euch hier dasselbe empfehlen. Wir machen weiter mit den heißen Quellen, die dafür dienen, dass unsere Pals Stress abbauen können und so weniger krank werden. Ich würde euch hier 4 bis 6 heiße Quellen empfehlen. Auch hier könnt ihr mit den Luxusvarianten arbeiten, wenn ihr diese bereits habt, sonst upgradet auch einfach diese im Nachhinein, sobald ihr die Materialien zusammen habt. Wenn ihr dann alle heißen Quellen platziert habt, kann der Spaß endlich losgehen und wir können unsere Pals auf die Basis loslassen. Bevor ich euch alle Pals vorstelle, die ihr für unser Vorhaben braucht, will ich euch kurz von meinem neuen Community-Server erzählen. Viele haben mir von Problemen auf ihren Servern berichtet. Unter anderem gab es Lags oder FPS-Drops. Und um solche Probleme aus dem Weg zu räumen, möchte ich euch gerne Lago Fast vorstellen. Sie übernehmen die komplette Konfiguration eures Servers für euch und geben euch durch ihr Palworld-Tool die Möglichkeit, problemlos alle Einstellungen auf eurem Server zu konfigurieren und jederzeit durch einfache Server-Restarts zu ändern.
Ihr könnt zwischen vielen Einstellungsmöglichkeiten eure Spielexperience selber bestimmen und so ganz entspannt auf eure Art und Weise mit euren Freunden zocken. Sie haben Server auf der ganzen Welt und dadurch könnt ihr euren Spielspaß ohne Lags genießen, eure FPS boosten und mit ihrem One-Click-System Probleme auf einem Knopfdruck beheben. Durch ihr Anti-DDoS-System seid ihr außerdem doppelt geschützt und abgesichert. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, bekommt ihr vom Team von LagoFast sofort eine persönliche Hilfestellung und könnt somit schnell alle Fragen aus der Welt schaffen. Auf ihren Servern könnt ihr mit bis zu 32 Freunden zocken. Ihr könnt euch hier Server holen mit 8, 16, 24 oder sogar 32 Spielern, checkt also unbedingt den Link in der Videobeschreibung aus. Weiter geht's mit den Pals, die wir brauchen, um unsere Eisen- und Steinkohlefarm zum Glühen zu bringen. Das Wichtigste, was wir an Eignungen brauchen und worauf wir uns hier konzentrieren, ist Bergbau und Transport. Durch Bergbau bauen eure Pals die Erze und Steinkohle ab. Diese zwei Mineralien benötigen ein Minimum von Bergbau Level 2. Ich stelle euch erstmal die Pals vor, die ihr nutzen könnt, wenn ihr noch nicht allzu weit im Spiel seid. Und danach zeige ich euch die Endgame-Pals, die maximale Effizienz aus eurer Base herausholen. Eins der simpelsten und auch besten Pals für diese Base ist Dumut, denn es kann durch Bergbau Level 2 und Transport Level 1 alles, was wir benötigen. Dieses könnt ihr in der Wüste finden, wo ihr auch den Anubis-Bosskampf finden könnt. Fangt euch am besten direkt viele von denen, denn diese Farm würde auch funktionieren, wenn euer Lagerteam komplett aus Dumut bestehen würde. Das nächste Pal, was wirklich gut geeignet ist, ist Dicktoys. Durch Bergbau Level 3 habt ihr ein Pal, welches stark mithilft beim Abhacken der Steine. Es soll aber gerade einen Bug geben, dass es nur einer Ticks an Damage gegen die Mineralien macht. Trotzdem ist es recht effektiv, da Bergbau das einzige ist, was es tut, wird es also auch nicht von anderen Aufgaben abgelenkt. Dicktoys muss aber tatsächlich sehr viel essen. Wenn ihr euch also für dieses Pal entscheidet, sorgt dafür, dass immer genug Futter in der Base ist. Auch Tombat ist ein geniales Pal für diese Base, denn es kann Transport und Bergbau Level 2 und dient damit alles ab, was wir brauchen. Außerdem gibt es nachts viele Tombat in der Nähe von der Anfangsarea, es besteht also eine gute Chance, dass ihr es sowieso schon habt. Penking ist in so gut wie jeder Base durch seine vielen Eignungen nützlich und auch hier glänzt es wieder mal durch Bergbau und Transport Level 2. Dieses bekommt ihr recht häufig durch Wassereier, sonst könnt ihr es auch im ersten Naturschutzgebiet finden. Mehr Tipps dazu habe ich bereits in einem anderen Video gecovert, ich verlinke es euch mal hier in der Infobox. Jetzt kommen wir zu Pals, die euch erst etwas später im Spiel zur Verfügung stehen, jedoch extrem hilfreich für diese Base sind. Reptyro ist meiner Meinung nach ein extrem cooles Pal und durch Bergbau Level 3 kann es auch extrem effektiv für euch farmen. Ihr findet es im Vulkanareal im westlichen Bereich der Map. Anubis könnt ihr relativ früh im Spiel bekommen, wenn ihr ein Penking und ein Bushi breedet. Alternativ gibt es einen Bosskampf in der Wüste, passt hier aber auf, es ist auf Level 47 und dadurch echt nicht ohne. Durch die Eignungen aber auch wirklich ein klasse Pal für unser Vorhaben. Und jetzt kommen wir zum Nonplusultra vom Bergbau. Hier haben wir zum einen Blazermut, welches nicht nur ein extrem starkes Pal ist, es ist durch Bergbau Level 4 auch eins der besten mit dieser Eignung. Dieses findet ihr im dritten Naturschutzgebiet nordöstlich von unserer Base. Auch Astegon hat Bergbau Level 4 und gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingspals. Es hat ein sehr, sehr cooles Design und ist wirklich eine großartige Edition für euer Bergbauteam. Ihr findet es auch im dritten Naturschutzgebiet. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass ihr mit so ziemlich jedem eben erwähnten Pal diese Farm zum Laufen bringen könnt. Macht euch also nicht verrückt, wenn ihr die Endgame-Pals noch nicht habt. Damit auch die Arbeit des Bergbauteams erfolgreich in euren Kisten landet, brauchen wir ein mindestens genauso gutes Transportteam. Die Eignung Transport sorgt dafür, dass herumliegende Items aufgehoben werden und in Kisten transportiert werden. Mir ist aufgefallen, dass fliegende Pals hier extrem hilfreich sind, da sie viel seltener stecken bleiben. Falls ihr also welche von den gleichgenannten fliegenden Pals habt, bevorzugt diese. Auch hier starten wir mit Pals, die früher im Game zu finden sind und steigern uns dann zu den Endgame-Pals. Hengyu findet ihr auch in der Anubis-Wüste und es tut mit seinen langen Armen auf jeden Fall seinen Job. Wenn ihr also in der Wüste seid, haltet Ausschau nach diesem Pal, denn es wird euch helfen, eure Kisten zu füllen. Auch in der Anubis-Wüste, nur nachts, könnt ihr Lovanda finden. Es kann übrigens auch Torte droppen, welches genutzt werden kann, um Pals zu breeden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dieses Pal zu fangen, wenn ihr es seht. Durch Transport Level 2 hilft es euch auch, hier schnell die Kisten zu füllen. Vanworm könnt ihr tatsächlich auch schon relativ früh im Spielverlauf fangen und es ist ein absolutes Biest für das Midgame. Es ist ein decent Flugmount und kann durch Transport Level 3 ordentlich in eurer Base aufräumen. Ihr findet es in diesem Bereich auch mit einem relativ niedrigen Level, fangt euch also auch unbedingt welche davon. Beacon findet ihr im nordöstlichen Teil der Map, dort befindet sich die Wüste und ihr könnt relativ häufig Beacon begegnen. Ich würde euch aber empfehlen, erst ab Level 30 dorthin zu gehen, da die Wüste relativ starke Pals hat. Auch Beacon hat Transport Level 3. Ragnarok hat meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Design und erfüllt den Job des Transporters auch sehr effizient. Dieses Pal findet ihr im westlichen Vulkanbereich der Map.
Wulmak könnt ihr relativ in der Nähe unserer Base finden. Durch Transport Level 2 ist es auf jeden Fall auch eine solide Wahl für diesen Job. Alternativ gibt es auch eine Menge davon im Vulkanareal. Helsefir ist ein kleiner Geheimtipp, denn es kann nichts anderes als Transport Level 3 und wird so nie von seiner Hauptaufgabe abgelenkt. Außerdem findet ihr es nachts relativ breit gefächert über das Areal, in dem wir uns gerade aufhalten. Ein weiterer Flugpal ist Phaleris, welches auch Transport Level 3 hat. Es gehört eher zu den Endgame-Pals und ihr findet es mit weiteren starken Pals im nordöstlich liegenden dritten Naturschutzgebiet. Dort könnt ihr übrigens auch Orzek treffen, welches auch Transport Level 3 hat und meiner Meinung nach auch ein echt cooles Pal ist. Alle eben genannten Pals ignorieren die Bäume in eurer Umgebung und kümmern sich lediglich um die Metall- und Steinkohlefarm. Wenn ihr zusätzlich also noch Holz farmen wollt, könnt ihr die Transportpals mit folgenden Pals austauschen. Warzekt hat Transport sowie Holzfällen Level 3 und deckt damit also sehr gut zwei Aufgabenfelder ab. Dieses findet ihr im westlich gelegenen zweiten Naturschutzgebiet. Alternativ gibt es auch einen Bossfight, der sich hier befindet. Grisbold könnt ihr auch schon sehr früh im Spielverlauf bekommen, da er zusätzlich zu Transport Level 3 auch Holzfällen Level 2 hat, eignet er sich auch sehr gut hierfür. Natürlich könnt ihr auch alle weiteren Pals verwenden, die die Transport- und Holzfäller-Eignung besitzen. Das Spektrum ist hier also relativ breit gefächert. Habt ihr euch dann erstmal für die richtigen Pals entschieden, könnt ihr abwarten und Tee trinken. Diese Farm funktioniert dank unseren Pals nämlich komplett automatisiert und ihr müsst nichts tun, außer bei Bedarf das Erz und die Steinkohle aus den Kisten zu holen, in eure Hauptbase zu schnellreisen und es dort zu metallbaren bzw. hochwertige Metallbaren zu verarbeiten. Da die Mineralien relativ schwer sind, empfehle ich euch auch in der Hauptbase direkt eine Kiste neben die Palbox zu setzen, sodass ihr die rübergebrachten Erze und Steinkohle hier lagern könnt, bis ihr sie zu Metall weiterverarbeitet. Und dadurch ist euer Metallproblem in Palworld nun endlich gefixt. Wenn dir das Ganze weiterhelfen konnte, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da und ich danke euch jetzt schon mal für den Support. Checkt gerne die Serverangebote von LagoFast in der Videobeschreibung aus und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Pals ihr für eure Base verwendet. Und wenn du viel zu faul für das ganze Prozedere bist und lieber einen einfachen Weg gehen willst, dann schau dir dieses Video hier an.